Gut gemacht, Hawk. Das war mehr, als die grauen Wächter früherer Tage erreichen konnten. Ich werde dem Kommandanten der Wächter berichten, was ihr geleistet habt. Denkt ihr, die Wächter werden euch mit offenen Armen willkommen heißen, wenn sie euch so sehen? Ich glaube kaum, dass wir von unserem Ruf wieder zurückkommen sollten. Ich muss es versuchen. Ihr habt heute einen Verbündeten gewonnen. Die Wächter werden mir für den Tod der Iren wohl kaum dankbar sein. Als Janika versuchte, Korypheus zu befreien, hat sie damit den ausdrücklichen Befehl des Kommandanten der Wächter missachtet. Sie werden über ihren Tod erleichtert sein. Das Gefängnis existiert nicht mehr. Ich danke euch für meine Freiheit. Ich sagte doch, ihr würdet mir nicht glauben. Als die Sucher dieses Bauwerk, dieses Gefängnis erreichten, war es zerstört. Die grauen Wächter waren zwar dort, aber diesen Larius haben sie mit keinem Wort erwähnt. Sie behaupteten, alle seien tot. Und ihr behauptet nun, der Champion sei nicht nur dort gewesen, sondern hätte auch einen Magister besiegt. Einen der Magister der alten Zeit. Den die Wächter selbst dort eingesperrt hatten. Eine sonderbare Geschichte. Ich frage mich, ob nicht noch mehr dahinter steckt. Nur eine Kleinigkeit. Ein Moment für die Letzte der Familie und ein Echo. Bitte verzeiht mir, wenn ich mir die ein oder andere Freiheit nehme. Die Angriffe, die dunkle Brut, jeder verdammte Teil davon. Und das alles wegen dem, was vor Jahren geschehen ist. Wegen dem, was er für Mutter getan hat, was er für uns alle getan hat. Wie würde Mutter diese merkwürdige Magie aufnehmen? Ich wünschte, ich könnte mit ihr reden. Ich weiß, es war schwer, dass er so viel Zeit mit Bethany und mir verbringen musste. Er hatte auch angefangen, mich zu unterrichten, so gut er eben konnte. Und dann habe ich noch einiges von diesen Soldaten aufgeschnappt, die vorbeikamen. Erinnerst du dich daran, wie ich ihn besiegt habe? Ich habe ihn blitzsauber entwaffnet. Er hat sich zurückgehalten. Mit seiner Magie? Bestimmt, aber nicht mit der Klinge. Und danach? Nun ja, da wusste er, dass ich unser Zuhause beschützen konnte, während er mit euch beiden fort war. Noch ein Punkt, in dem du ganz nach ihm kommst, wenn ich mich recht erinnere. Sie würden nicht wollen, dass wir ständig nur daran denken, was wir verloren haben. Ich glaube nicht, dass einer von ihnen das bekommen hat, was er vom Leben wollte. Na schön. Kehren wir also zur Normalität zurück. Scheint so. Na schön. Schwester, vergiss es. Du weißt, dass Malcolm nicht wollen würde, dass ihr euch streitet. Er hat sich geopfert, damit wir ein Leben führen können, in dem wir die Wahl haben und nicht mit allem einverstanden sein müssen. Seine Bürde muss der deinen sehr ähnlich gewesen sein. Ich tue, was ich kann. Aber manchmal scheint es einfach nicht genug zu sein. Dein Vater hat auf die gleiche Weise versucht, anderen zu helfen. Er hat versucht, die Probleme zu lösen, die er bei anderen gesehen hat. Du trägst das Beste von ihm immer noch in dir. Das Beste von uns allen. Das ist es, was dich antreibt, dich so sehr zu bemühen. Und das wirst du auch niemals verlieren. Wir werden immer eine Familie sein. Alles wird gut.